man machen kann, wenn man zum Beispiel eine Mütze mit Rundstricknadeln strickt, diese eigentlich auf glatt rechts strickt, aber beim Verschließen der Mütze vergessen hat, die Mütze zurückzuwenden. Und dann hat man hier die rechten Maschen, hat weiter gestrickt und hat auf einmal die glatten Maschen außen. Da, wo sie eigentlich nicht hin sollen, die sollen eigentlich nach innen. Innen hat man dann die glatten Maschen und die rechten Maschen. Also im Prinzip einmal gedreht und genau so soll es eigentlich nicht sein. Genau das ist mir gerade bei dieser Mütze passiert. Ich habe gefilmt, wie man die Mütze verschließt, habe sie vergessen zurückzuwenden und weiter gestrickt und noch ein paar Reihen geschaut und einen Schreck gekriegt, weil meine rechten Maschen sind auf einmal glatte Maschen geworden und aus meinen glatten Maschen wurden rechte Maschen. So, wir müssen jetzt nicht die ganze Mütze auftrotteln und von vorne anfangen. Das wäre absolut der Wahnsinn. Wir nehmen unsere Nadeln einfach wieder auf und wir stricken jetzt rückwärts. Das heißt, normalerweise gehen wir ja so rein und stricken unsere rechten Maschen. Ich gehe jetzt aber hier unten drunter, sehen wir ja, wie der Faden da durchkommt. Ich hole mir mal eine Häkelnadel, da kann ich es euch besser zeigen. So, hier haben wir die Masche. Und hier kommt unser Faden durch. Im Prinzip kann man sich den schon so durchangeln und kann ihn hier besser zeigen. Und genau in diese Masche fahren wir jetzt mit unserer Nadel, mit der Arbeitsnadel, holen uns die Masche einfach von der anderen Nadel runter, so, und können den Faden wieder rausziehen. Das nenne ich Rückwärtsstricken. Ich weiß nicht, wie das richtig heißt. Also haut mich da bitte nicht, wenn ihr das wisst und ich nicht. Weil es ist im Prinzip Stricken, nur rückwärts. Weil wir stricken nicht zusammen, sondern wir stricken auseinander. Immer in die Masche rein, wo wir vorhin eingestochen haben, stechen wir jetzt ein. Ich zeige es euch nochmal hier, die Masche ist schön. Da haben wir ein richtig großes Loch. Da mit der Nadel rein. Abgehoben und die Schlaufe aufgelöst. Das dauert zwar ein kleines bisschen, ist aber weniger zeitintensiv, als wenn wir jetzt die ganze Mütze von vorne anfangen. Ich muss natürlich jetzt ein paar Runden machen, weil ihr seht, ich war dann gleich mal ein bisschen fleißig und habe dann gleich ein paar Runden gemacht, bevor ich das dann mitgekriegt habe. Und so gehen wir jetzt hier rundenweise halt im Prinzip wieder rückwärts. Das heißt, von der Nadel, wo es eigentlich drauf muss, zurück auf die Arbeitsnadel und den Faden dabei immer ein Stückchen rausgezogen. Ich zeige euch das gleich noch mal langsam. So. So, wir schauen noch mal. Wir gehen direkt in die Masche unterhalb der Nadel, holen uns die auf die Arbeitsnadel, schuppen die Schlaufe los und ziehen einfach den Faden raus und können ihn nach hinten weglegen. Ich habe jetzt erfolgreich meine Reihen aufgerippelt und die Mütze wieder auf die richtige Seite gedreht. Und zwar hatte ich die glatte Seite außen, weil hier hatte ich nämlich gleich zugemacht und vernäht. Das haben wir jetzt gleich wieder richtig gedreht. Und jetzt zeige ich euch, dass man da ganz normal wieder weiter stricken kann, wenn man dann endlich diese Arbeit geschafft hat. Weil man hat wieder wunderbare Maschen auf seiner Nadel. Und man kann hier ohne Probleme wunderbar durchstricken. Das Video zu dieser tollen Mütze, das kommt dann übrigens auch bald noch. Genauso zu einem passenden Schal.
Natürlich, die Temperaturen sind jetzt noch nicht dementsprechend, dass wir Schal und Mütze brauchen. Aber der nächste Herbst und der nächste Winter kommt bestimmt. Und da ist es besser, wenn wir schon mal vorbereitet sind. So, jetzt haben wir gleich ein paar Maschen gestrickt. Und da schauen wir uns das gleich mal an. Wie ihr seht, ich stricke die wirklich einfach ganz langweilig rechts ab. So, wenn wir jetzt mal schauen. Das haben wir jetzt eine Runde gemacht. Jetzt wird es wieder richtig. So wie es sein soll.